Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Saarland. Seit heute Nacht sind wir wieder im Saarland zurück. Ich glaube, es war 2:30 heute Nacht, als wir hier angekommen sind. Ja, und mir ist heute mal wieder so bewusst geworden, das möchte ich mal so zur Inspiration gerne auch hier mit dir teilen, wie wir uns mit unseren Gedanken doch unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen. Und zwar habe ich vor, das ist gar nicht so lange her, vor einigen Jahren mal so einen Leitsatz, da war ich auch noch im öffentlichen Dienst, habe noch im Büro gehockt, am Schreibtisch, mir so einen Leitsatz mal aufgeschrieben, ich erschaffe mir ein Leben, von dem ich keinen Urlaub mehr machen möchte. Hallo, liebe Marianne, Regien, Gerda, Ursula. Oh, was ein schöner Name. erschaffe dir ein Leben, ich erschaffe mir ein Leben, von dem ich keinen Urlaub mehr machen möchte. Und das ist so nach kurzer Zeit, ich meine, es ist mir eigentlich bewusst, aber heute Mittag ist es mir nochmal so sehr bewusst geworden, wie sehr ich mir dieses Leben jetzt inzwischen wirklich erschaffen habe. Und da möchte ich mal gerne ein paar Aspekte mit dir teilen, weil du das genauso kannst. Weil letzten Endes, das hat mich gerade die Woche nochmal eine Kundin gefragt, hallo liebe Julia, es beginnt alles hier in unserem süßen Köpfchen. Es beginnt wirklich alles hier in unserem süßen Köpfchen. Und ich hatte auch vor vielen Jahren mal, ich weiß nicht, von wem dieses Zitat stammt. Das Denken ist die schwierigste Arbeit eigentlich und deshalb machen es so wenige. Weil es ist im Grunde genommen so leicht zu denken, aber die Herausforderung dabei ist einfach, regelmäßig das zu denken, immer und immer wieder. Und das so zu denken, wo ich bzw. wo du wirklich hin willst in deinem Leben. Denn schau mal, unsere Gedanken sind nicht nichts. Mit unseren Gedanken und wirklich mit nichts und niemand anderes erschaffen wir uns unsere Realität im Außen. Und solange wir uns von unseren Gedanken einfach so hängen lassen und schweifen lassen und uns denken lassen, erschaffen wir uns im Außen ja immer so die gleichen Ergebnisse, wenn wir immer nur das denken, was wir bislang gedacht haben, dann kann sich im Leben nichts Wesentliches verändern. Und mein Wunsch war es immer, eben weil ich viele Jahre da ja auf der Standspur im Leben, um es mal so metaphorisch auszusprechen, unterwegs war und ich einfach mitbekommen habe, wie viele Prägungen und Themen ich da auch, ohne dass ich es wollte, meinen Kindern mit auf den Weg gegeben habe. Deshalb war es mein Wunsch eigentlich immer, den Kindern nochmal was anderes mit auf den Weg zu geben. Und ab einem gewissen Alter, wenn die Kinder halt nicht mehr klein sind, geht das einfach nur durch Vormachen, Nachmachen. Beziehungsweise durch, ja, einfach zeigen, dass es auch anders geht. Ich meine, 14-, 15-jährigen Kind brauchst du keine Standpauke mehr zu halten, dass es auch irgendwie anders geht, wenn du es selbst nicht anders machst. Und unsere sind ja inzwischen schon, ja, die werden jetzt schon 19 und 21. Da geht es einfach nur auf dem Weg, in den du ihnen die Möglichkeit gibst und ihnen zeigst, dass es anders möglich ist. Und das ist mir heute Mittag nochmal so bewusst geworden, weil heute Mittag haben wir zu viert zusammengehockt, unsere Kinder, mein Mann, so als Team gemeinsam. Und haben so das ein oder andere fürs Moneyfreude-Seminar am Wochenende nochmal vorbereitet. Und es sind auch einige Utensilien, die wir bestellt haben, die sind inzwischen angekommen. Mein Mann und ich, wir waren ja jetzt seit 3. Oktober schon unterwegs. Wir sind ja in Berlin gestartet, waren dann nach Prag, dann nach Wien. Ja, heute Nacht so gegen 2:30 heimgekommen. Jetzt am Wochenende ist das Moneyfreude-Seminar in Traben-Trarbach. Und danach geht's für 2 Tage nochmal zurück hier ins Saarland und dann geht es wieder weiter nach Wien. Und warum bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin?
Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Das kannst du genauso machen, wenn du wirklich dauerhaft beginnst, etwas anderes zu denken. Also dahingehend, deine Gedankenrichtung auszusetzen, wo du wirklich hin willst. Hallo, liebe Julia. Ich glaube, ich habe dich schon begrüßt, gell? Ich kann dich ja knuddeln am Wochenende endlich. Am Wochenende ist Knuddelwochenende in Traben-Trarbach. Oder in der Nähe von Traben-Trarbach. Genau. Ja, und habe mich gerade eben auch nochmal mit einer wunderbaren Kollegin unterhalten, dass es wirklich, weil auch immer so in Frage gestellt wird, ist es wirklich nur oder zum großen Teil das Mindset? Ja, es ist einfach so. Es geht einfach darum, dauerhaft so zu denken, in die Richtung zu denken, wie wir uns unsere Realität im Außen erschaffen wollen. Was ist da letzten Endes so schwer dran? Dass wir vielleicht mal so ein bisschen mit ein paar Glaubenssätzen arbeiten. Hallo, liebe Silke, auch dich darf ich knuddeln am Wochenende. Dass wir mal so ein paar Glaubenssätze verändern und dann zwei, drei, vier, fünf Mal oder zwei, drei, vier, fünf Tage auch mal an den Glaubenssätzen arbeiten. Hallo, liebe Anja. Und dann sehen wir auch im Außen eine direkt greifbare Resultate. Und dann hören wir wieder auf mit den Glaubenssätzen, mit den neu zu implantierenden Glaubenssätzen in unserem Köpfchen zu arbeiten. Dann nehmen wir uns mal vor, mentale Ausrichtung. Ich mache mal ein Vision Board, mit dem ich jeden Tag arbeite. Dann geht das auch mal so ein paar Tage gut und dann liegt das Vision Board wieder irgendwo. Keiner kann sich wieder daran erinnern, es sei denn, es begegnet ja zufällig nochmal. Also außer diejenigen, die jetzt mit mir direkt arbeiten, die wissen das, aber allen anderen, die noch nicht mit mir direkt arbeiten, vielleicht kommt dir das bekannt vor, dass du da in der Richtung schon so vieles mal probiert hast. Hast dir vorgenommen, ja, jetzt mache ich Vision Board und weil ich gehört habe, mentale Ausrichtung in alles ist alles. Jetzt fange ich an mit dem Vision Board, mir das auch visuell vorzustellen. Jetzt fange ich an, anders zu denken. Jetzt fange ich an, meine Glaubenssätze umzuformulieren. Und das geht dann alles mal eine Weile gut. Und dann legen wir es wieder ad acta, weil wir entweder zweifeln, dass es doch nicht funktioniert, weil das Universum nicht direkt greifbare Ergebnisse liefert oder wir glauben, das Universum liefert nicht gleich greifbare Ergebnisse. Hallo, liebe Manuela. Oder wir zweifeln nochmal, ob wir es wirklich können, ob wir wirklich in der Lage sind oder es ist einfach zu anstrengend. Oder wir stehen dann morgens trotzdem, was uns vorgenommen haben, mal eine Viertelstunde früher aufzustehen und uns damit zu beschäftigen, wie der Tag denn heute wirklich sein soll. Dann bleiben wir mal wieder länger im Bett liegen und fallen dann mal wieder in den Tag hinein ohne entsprechende mentale Ausrichtung. Oder es wird abends mal spät, trotzdem wir uns vorgenommen haben, wirklich abends auch den Tag entsprechend abzuschließen, nochmal Rückblick zu halten. Was war heute besonders gut an dem Tag? Also nochmal so diese tiefe Dankbarkeit und Freude für die kleineren und größeren Geschenke, die das Universum uns geliefert hat, nochmal schriftlich zu notieren. Und dann, ja, denken wir nochmal, oh, heute Abend komm, ist schon 11 Uhr, um 5:30 geht der Wecker, nee, heute Abend nicht, und schwupp, sind wir wieder zurück im Schneckenhaus. Und das sind so die Dinge, die uns dann letzten Endes vielleicht mal einen Schritt vorgehen lassen, aber letzten Endes nochmal zwei Schritte zurück, oder wo wir einfach irgendwann merken, bin doch keinen Schritt weitergekommen. Oder metaphorisch gesprochen, wir sitzen auf einem kleinen Boot auf dem See und schippern da sternförmig in der Gegend rum, wollen eigentlich an das Ufer da drüben, aber haben kein Navigationssystem, um an das Ufer zu kommen oder sind auf dem Weg dahin wieder abgelenkt, sehen zwar das Ufer, aber wir sind abgelenkt und schippern doch nicht dorthin und drehen Kreise oder drehen sternförmig mit unserem Boot dann einfach Kreise auf dem See. Und das ist genau das, wenn du dich da an Hand nehmen lässt, wenn du da jemanden an deiner Seite hast, einen Coach, einen Mentor, der dort ist, wo du wirklich hin willst,
Der wird dir zwischendrin immer mal wieder Anleitungen geben, dass du eben auf Kurs bleibst. Weil es ist einfach ganz alleine. Das Denken ist einfach, aber es ist einfach verdammt schwer, wenn man da auf sich alleine gestellt ist. Wenn ich immer alleine auf mich gestellt gewesen wäre die letzten Jahre, hätte ich mir auch jetzt inzwischen, glaube ich, noch nicht das Leben erschaffen, wo ich die ganze Familie im Team, in der Firma mit dabei habe, wo ja, wir völlig frei, ortsunabhängig uns dort bewegen können, wo es uns gerade gefällt. Also wenn ich die Idee habe, irgendwo hinzufliegen, ich frage einfach auch die Kinder, mein Mann ist eh dabei, wer kommt mit? Wir sind mal zu zweit unterwegs, zu dritt, zu viert, gerade eben, wie es einfach passt, oder treffen uns unterwegs irgendwo. Unsere Tochter, die wollte sich dieses Jahr unbedingt Athen anschauen und wir waren gerade auf Zypern, also sind wir dann nach Athen geflogen, haben uns mit unserer Tochter in Athen getroffen und haben da eine Woche mit ihr in Athen verbracht, sind gemeinsam zurück nach Deutschland geflogen. Danach war ich dann mit meinem Sohn in Österreich unterwegs. Und das sind alles Dinge, die so oder ähnlich, das ist so meine Vorstellung von einem freien Leben, so wie es meinem Seelenplan entspricht, die sind alle auch für dich möglich zu jeder Zeit. Das Thema ist einfach nur, dass du ja wirklich mal eine Entscheidung, also zum ersten Schritt, bitte, bitte, mach dir mal bewusst, das kannst du. Das ist alles definitiv auch für dich möglich zu jeder Zeit. Die Menschen, die in der Richtung schon ihr Leben so leben wie ich, oder du kennst sicherlich außer mir auch noch andere, die das so machen, die machen nichts anderes in erster Linie, dass sie wirklich die Denkrichtung geändert haben. Und zwar fokussiert in die Richtung, wo es denn hingehen soll. Und haben natürlich auch alle Mentoren an ihrer Seite, die sie immer wieder an die Hand nehmen. Denn, das habe ich gerade auch die Woche nochmal erlebt, der Zweifler, der kommt auch immer mal wieder auf. Wenn man dann ungeduldig ist oder wenn man überhaupt die vielen Erfolge, die man schon hat, nicht so sieht. Und dann, das ist im Übrigen auch der größte Fehler, den wir machen können, wenn wir so anfangen zu zweifeln. Hallo, lieber Andrea. Wenn wir so anfangen wieder zu zweifeln und unterhalten uns dann mit unserem Umfeld oder auch mit Menschen, die auf einer ähnlichen Stufe stehen wie man selbst, mit über die eigenen Zweifeln, die können einen da ja nicht rausholen, weil sie ja selbst noch irgendwo feststecken. Dazu ist im Übrigen auch das Wertvollste, was du machen kannst, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast und in die Richtung unterwegs gehst, bitte unterhalte dich dann, sobald dein Zweifler, mangelndes Selbstbewusstsein, mangelndes Selbstwertgefühl, was auch immer sich dahinter verbirgt, Ängste, bitte unterhalte dich dann nur und wirklich ausschließlich nur mit Menschen darüber, die dort sind, wo du hin willst, weil nur die können dir helfen, hier wieder Krone aufrichten und weiter geht's in die Richtung. Alle anderen werden dich in deinem Zweifel unterstützen. Es gibt ja da, das hast du bestimmt auch schon mal gehört von mir oder auch von anderen, es gibt ja da so diese goldene Regel, man ist immer so der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen man sich in erster Linie umgibt. Ausgenommen die Familie, Familie auch, ja. Aber vor allem Freundeskreis. Also wenn du dir ein Leben nach deinem eigenen Standard erschaffen möchtest, dann wirst du auch langfristig nicht drum rumkommen, auch dein Umfeld zu ändern, dich mehr. Und das ist aber auch ein Prozess, da geht es nicht darum, zu jemandem zu sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, aber du wirst dich dann einfach in einem gewissen Umfeld mehr oder weniger wohl oder mehr oder weniger unwohl fühlen. Ich habe auch gerade heute noch mal einen Bericht gelesen. Da beschäftigt sich anscheinend auch die Wissenschaft inzwischen mit, dass es wohl ziemlich deutlich inzwischen ist, dass so zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr wir schon aufgehört haben, uns Ziele zu setzen, weil wir dann einen Schulabschluss haben, weil wir dann ein Studium schon beendet haben oder eine Ausbildung gemacht haben oder wir Frauen dann schon anfangen, auch die Familie zu gründen oder gegründet zu haben. Dann kommt das Haus, dann kommen die Kinder und das war's.
Und mal ganz krass gesagt, dass man mit 30 im Grunde genommen schon aufhört zu leben, aber mit 75 irgendwann noch beerdigt wird. Hey, wie traurig ist das denn? Das ist doch nicht das, was du dir mal vorgenommen hast vom Leben. Du bist doch mal hierher gekommen und hattest große Ziele. Du konntest dir alles vorstellen als kleines Kind noch. Du konntest alles erreichen. Du wolltest auch alles erreichen. Du wolltest die Welt entdecken. Du hast ja auch um viele Dinge, warum, oder du bist gar nicht auf die Idee gekommen, dass irgendetwas nicht möglich ist. Schau mal, kleine Kinder, die dir sagen, mach irgendwie was, ihre Fantasie freien Lauf lassen. Können wir morgen nach Rom fliegen zum Beispiel? Und du sagst, nee, das geht nicht. Für ein kleines Kind ist das nicht vorstellbar, dass das nicht geht. Für ein kleines Kind, das könnte sich morgen in den Flieger setzen und nach Rom fliegen. Das ist im Prinzip alles möglich, nur wir als Erwachsene haben uns so ein Konstrukt in unserem Leben erschaffen, dass wir es nicht mehr für möglich halten. Weil wir einem Job nachgehen, der uns einfach im goldenen Käfig gefangen hält, weil wir ein krankes Verhältnis zu dem lieben Thema Geld haben und glauben, wir brauchen nicht so viel Geld oder Geld ist Mangel, es gibt zu wenig Geld. Oder weil wir glauben, das geht nicht, weil bla 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 bla. Das sind alles Konstrukte, die wir uns im Laufe des Lebens zusammengeschustert haben. Und jetzt stell dir mal für einen Moment vor, dazu lade ich dich jetzt mal ein, wenn du jetzt wieder denken könntest, wie so ein kleines Kind, dass alles möglich ist. Dass du dich theoretisch jetzt hinhocken könntest. Schauen könntest, wo wird es mir jetzt gerade gefallen, wo wird es mich hinziehen, keine Ahnung, Zypern, Griechenland, Rom, Italien, egal was. Und du würdest dir jetzt Flüge buchen oder würdest auch mit deiner Familie fragen, hey, wer hat Lust mitzukommen? Hab Lust, nach Rhodos zu fliegen, wer kommt mit? Stell dir mal vor, mit so einer kindlichen Herangehensweise könntest du jetzt noch mal dein Leben gestalten und agieren? Was würde das alles verändern, nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie? Was würdest du da deinen Kindern noch mal mit auf den Weg geben? Was hättest du da eine andere Lebensqualität? Was würde das alles in deinem Leben verändern, sowohl beruflich, wenn du deinen Seelenplan wirklich entdeckt hättest, ihn leben würdest? Gesundheitlich, wie würde es dir gesundheitlich gehen? Hätte deine Seele, dein Körper dann noch einen Grund, dir Botschaften zu schicken, damit du deinen Lebensweg korrigierst? Auf welchem Level wäre deine Partnerschaft, wenn ihr beide in eurer Freude wärt und morgens voller Freude aus dem Bett hüpfen würdet, weil ihr genau tagsüber die Dinge gemeinsam machen würdet, die euch wirklich am Herzen liegen? Also ich sage immer, im Grunde genommen rettet man damit auch langfristig unter Umständen seine Partnerschaft oder auch die Ehe oder die Familie, je nachdem. Welches Vorbild wärst du da für deine Kinder? Was würdest du da deinen Kindern alles mit auf den Weg geben? Weil wenn du Kinder hast, schau mal, was willst du denn für deine Kinder? Willst du für deine Kinder, dass sie dich nachahmen und sich einen Job suchen, nur der Stelle wegen, damit der Kühlschrank gefüllt ist, oder willst du wirklich haben, dass deine Kinder auch ihrem Herzen folgen und nur in erster Linie die Dinge machen, die ihnen selbst entsprechen, also sprich sich selbst verwirklichen, ihren Seelenplan auspacken und sich wirklich das Leben so gestalten, wie es ihnen einfach entspricht. Also das ist das, was ich meinen Kindern unbedingt mit auf den Weg geben wollte. Ich habe als Kleinmann in der Richtung noch nicht die Kurve gekriegt, aber ich habe sie jetzt noch gekriegt. Und jetzt schau mal, wirklich versetz dich mal so einige Jahre zurück in so ein kleines Kind von 4, 5 Jahren, wenn da alles möglich wäre. Wie würde dein Leben ausschauen? Und ich kann dir eins sagen, wenn du heute beginnst, anders zu denken, nämlich in die Richtung zu denken, wo du hin willst, ist das alles möglich, auch für dich. Und du kannst dir es leicht machen, indem du dir wirklich jemanden an Hand nimmst, der dich dabei begleitet, der dir das Navigationssystem gibt,
wie du von A nach B kommst, also der dich dort abholt. Diejenigen, mit denen ich arbeite gemeinsam, die hole ich dort ab, wo sie gerade stehen, und das Ziel ist, sie dorthin zu bringen, wo sie wirklich hinwollen. Und wenn dazwischendrin mal so ein Down kommt und dann, ja, dann geht es einfach nochmal darum, dass wir gemeinsam die Krone richten, dass wir uns nochmal fokussieren, dass es da auch wirklich weiter dahin geht, wo der Weg mal festgesteckt wurde. Festgesteckt nicht im Sinne von feststecken, sondern das Ziel, wo es hingeht. Und ich glaube, das kommt dir auch bekannt vor, dass du dir schon oft schon vorgenommen hast, hey, jetzt packe ich es endlich an. Oder auch klassisches Beispiel, wo du dir zum Jahresende oder zum Jahresanfang vorgenommen hast, es ist ja nun mal bald schon wieder Jahresende. Schau mal zurück, wie viel von den Dingen, die du dir für dieses Jahr vorgenommen hast oder die letzten Jahre vielleicht immer schon wieder vorgenommen hast, was du erreichen wolltest, was du machen wolltest, wie vieles davon hast du wirklich erreicht? Und was steht jetzt wieder an, vielleicht zum Jahreswechsel dir vorzunehmen? Und was ist das, was währenddessen geschieht, wenn du weiter, ich bringe jetzt nochmal das Beispiel, auf dem Boot rumschipperst auf dem See und nicht endlich in die Richtung gehst, wo du wirklich hin willst? Was geschieht während der Zeit? Das Leben zieht an dir vorbei. Das Wertvollste, was du hast, das ist deine Lebenszeit. Deine Lebenszeit ist wirklich das Wertvollste, was du hast. Und als ich noch nicht so ganz auf meinem Herzensweg war, wie viele Botschaften hat meine Seele mir auch schon geschickt über meinen Körper in Form von Krankheitssymptomen oder Disharmonien. Ich nenne es immer lieber Disharmonien, weil letzten Endes die Seele ist sehr kreativ, und wenn wir nicht auf sie hören, weil wir es auch nie gelernt haben, die Botschaften der Seele wahrzunehmen, irgendwann nimmt sie den Körper zu Hilfe. Es gibt das schöne Sprichwort, geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht. Dann sagt der Körper zur Seele, okay, ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben. Aber selbst dann sind wir Menschen ja inzwischen noch so süß, dass wir, selbst wenn wir von der Senkrechten in die Waagerechte gebracht werden von der Seele, dass wir da noch irgendwelche Ablenkungsmanöver haben und uns immer noch nicht mit beschäftigen, was denn wirklich unserem idealen Leben entspricht. Ich kenne das alles nur zu gut. Meine Seele hat mir ganz viele Botschaften früher geschickt, als ich noch auf dem Holzweg unterwegs war. Ja. Darüber wollte ich mal mit dir sprechen, dass es wirklich auch jetzt für dich möglich ist, deinem Leben wirklich die von Herzen gewollte Richtung zu geben. Dass du jetzt wirklich auch beginnen kannst, auf dein Herz zu lauschen, deine Denkrichtung zu ändern, dir bewusst zu machen, dass du dir mit deinen Gedanken deine Realität, deine Lebenswirklichkeit im Außen erschaffst. Natürlich ist es ein Paket, nur mit dem Denken ist es nicht getan. Es gilt natürlich auch viele Themenschleier, die da so über uns liegen, die gilt es natürlich auch zu lüften und loszulassen. Aber das kann manchmal so schnell gehen, so schnell und so simpel, wenn man denn auch mal ja die Anleitung dazu hat, wie es funktioniert, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einem da auch immer wieder die Anleitung gibt und daran erinnert, hey, das und das wolltest du doch machen. Und das ist so das Wertvolle, wenn du dir da wirklich Hilfe holst, was in den USA zum Beispiel schon selbstverständlich ist, dass jeder da einen Mentor an seiner Seite hat. Das ist hier in Deutschland noch so ein bisschen unüblich oder auch noch so ein bisschen ungewohnt, Geld in die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Oder wir kommen auch mal so auf die Idee, ja, jetzt habe ich ja schon so viele Kurse gemacht und Techniken gelernt und war schon so oft da bei dem oder jenem und das nutzt bei mir alles nichts oder irgendwie muss doch mal gut sein. Schau mal, deine Zimmerpflanzen gießt du ja auch immer. Das sagst du ja auch nicht irgendwann mal, hab jetzt so lange gegossen, jetzt ist mal gut. Das Gleiche ist es auch mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung.
Wenn du wirklich in deinem Leben deinem Herzen folgen willst, deinen Seelenplan auspacken willst und nicht nur auspacken, sondern ihn auch leben willst, dann ist es wirklich das Einfachste, dass du hingehst und holst dir die Unterstützung und die Hilfe und das Navigationssystem. Und ich bin diese Woche ja noch ein paar Tage hier. Am Freitag fahren wir ja dann erst nach Traben-Trarbach. Ich habe auch heute noch, ich glaube, 3 oder 4 Termine für diese Woche online gestellt. Ich poste dir jetzt gleich mal den Link rein und dann schau mal, ob da ein Termin für dich passt. Lass uns da gerne auch unter 4 Augen sprechen. Hallo, liebe Kerstin. Lass uns gerne unter 4 Augen mal genau schauen, wo du jetzt gerade stehst und wo du wirklich hin willst. Ich nehme da gerne Zeit für dich, denn es ist wirklich, wenn ich so die Menschen da draußen beobachte, ich war heute wieder noch ein paar Sachen besorgen. Wenn ich so die Menschen beobachte, mit welch leeren Augen, mit welch trüben Blicken wir Menschen wie hypnotisiert durchs Leben laufen. Und wie schnell ist es vorbei? Und letzten Endes denken wir dann irgendwann, hätte ich doch nur in mich investiert. Hätte ich mir doch nur die Hilfe geholt, hätte ich doch nur mein Leben anders gestaltet, hätte ich doch nur die Entscheidung getroffen, meinen Weg zu gehen, damit ich meine Ehe wieder auf ein anderes Level bringe oder meine Ehe rette oder die Familie rette oder dass ich meinen Kindern noch ein anderes Vorbild bin, denen was anderes mit auf den Weg gebe oder hätte ich mir doch nur diese wunderschöne Welt angeschaut und, was auch immer so dein Ding ist. Es ist möglich für dich. Geh dafür. Geh dafür. Du kannst das. Du hast ein unendlich einzigartiges Potenzial in dir. Du hast ganz eigene Gaben und Stärken. Schau mal, wie oft gibt es dich denn auf diesem Planeten hier? Wie oft gibt es dich? Nur ein einziges Mal, selbst wenn du eine Zwillingsschwester oder einen Zwillingsbruder hast. Es gibt dich nur ein einziges Mal. Also. Du bist einzigartig und es ist alles für dich möglich. Geh dafür, erlaub dir wieder groß zu träumen, erlaub dir wieder so zu träumen und alles für möglich zu halten, so wie du das auch als kleines Kind für möglich gehalten hast. Wenn vielleicht auch so viele Themen über dir liegen, dass du dich noch nicht mal an die Kindheit erinnern kannst. Dann stell dir einfach vor, wie kleine Kinder sind. Für die ist wirklich alles möglich. Die können morgen früh aufstehen, können sich in den Flieger setzen und können irgendwo hinfliegen. Dann nimm dir das als Beispiel und als Inspiration und mach dir mal Gedanken darüber, wo du eigentlich hin willst. Beginn zu leben, beginn deinem Leben wieder Leben zu geben. Gibt es auch so einen schönen Spruch, ne? Die Jahre, die wir haben, sind entscheidend. Sondern das Leben, das wir in die Jahre reinpacken. Ja? Okay. Meine Liebe, ihr Lieben, einige hier sind dabei, die ich am Wochenende beim Moneyfreude-Seminar knuddeln darf. Ich freue mich riesig auf euch. Der rote Teppich ist inzwischen auch schon geliefert worden. Ihr dürft über den roten Teppich laufen. Und ihr könnt euch freuen, es wird kein klassisches Seminar im klassischen Sinne werden, sondern es wird ein ganz besonderes Seminar werden. Es wird ein Seminar werden, das so, ja, das auch nochmal die Vorstellungskraft sprengt. Okay. Und alle anderen, die ich nicht am Wochenende sehe, ja, nimm dein Blatt Papier und schreib mal auf, wie dein Leben optimalerweise ausschauen sollte, darf und. Noch mal zu träumen. Lieber Stefan, schön dich zu sehen hier. Lass dich auch knuddeln aus der Ferne. Schön, schön. Liebe Silvi, schön, dass du dabei bist. Okay, also meine Lieben, ich schreibe euch den Link jetzt mal noch rein. Schau mal, ob ein Termin noch für dich frei ist und dann lass uns mal unter 4 Augen klären, wo du jetzt stehst und wo du hin möchtest und dann. Schauen wir, wie wir gemeinsam den Weg für dich finden. Es gibt Möglichkeiten, okay? Bis dahin, ciao, ciao.